Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dashboard 2 mit dem Randy. Blöschen, es regnet und ja, es Es regnet. regnet? Es regnet, ja. Okay. Ja, und ich habe vieles gerade mal nebenbei gemacht, während Tino nämlich geguckt habe, habe ich mal ein bisschen hier weitergemacht, denn wir werden jetzt erstmal hier unsere Hühner killen, Ah, weil okay. ich habe da oben schon mal was vorbereitet. Ach, du hast schon was vorbereitet? Ja. Okay, weil ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, lass uns da erstmal was für die Hühner vorbereiten. Das wäre so jetzt gerade der erste Gedanke gewesen. Oh, im Dunkeln. Und es ist Nacht. So, wo sind wir Ja, denn? dann gehen wir halt mal schlafen. Können wir auch machen, warte. So. Lag mal lange nicht in unserem Bettchen hier, Mensch. Das Zack. wusste ich. So, ich lieg. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Juhu. So, ich habe da ja draußen schon mal was vorbereitet. Du hast schon was vorbereitet. Ah, Hühnchen! Es waren jetzt 14 Eier und da kam ein Huhn raus. Das gibt's ja wohl nicht. Ja. Guck mal. Das ist ja Was? süß. Ja, kleiner Creeper. Kleiner Zombie. Hui! Oh, da willst du dir. Schnappen dir! Ja, hol dir Randy. Oh, tot. So, sehr schön. Haben wir hier viele kleine Hühnchen? Das ist sehr nice. Und was wollten wir als erstes machen in diesem Hey Part? Tino. Ja. Jo. Magst du Brot? Nur mit Leberwurst. Wenn da jetzt noch Apfel, Zwiebel, Leberwurst dazu hättest, dann wäre ich total, würde ich Ist total feste denn, was gehen. soll das denn Apfel, Zwiebel, Kennst du Leberwurst? nicht die Apfel, Zwiebel, Leberwurst, die gute? Alter, Leberwurst ist Leberwurst, da haut man doch Nee, kein Apfel rein. nee, nee. Apfel, Zwiebel, Leberwurst, mein Freund. Wie Teufel, Das ist Alter. ja wohl mal pornös. Leberwurst, warum denn Leberwurst mit Apfelgeschmack? Da fresse ich einen Apfel, Das wenn ich sind einen Apfel kleine esse. Apfelstückchen und Zwiebelstückchen drinne. Mensch. Wie Teufel. Lecker. So, aber was wir als erstes machen wollten, ist einen Chunk Loader. Und dazu brauchen wir erstmal ein Enchantment Table. So, vier Obsidian, zwei Diamanten, ein Buch. Ups. Warte mal, dann brauchen wir erstmal das Buch. Jetzt überlege ich gerade, haben wir Paper? Ne. Haben wir Zuckerrohr? Ne. So, das heißt, wir brauchen erstmal Zuckerrohr. Könnten wir uns auch gleich mal ein bisschen was anpflanzen, ehrlich gesagt, hier so mal für später, ne? Oh, hallo. So, warte mal, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Irgendwo hier muss der Zuckerrohr rumstehen. Ist immer in unserer Baumform oder was? Nee, hier. Oh, ne, hier ist weitreichend. Warte mal, irgendwo am Wasser steht immer Zuckerrohr. So, na, ich dachte, du wolltest jetzt die Form damit oben befüllen. Wieso gibt es hier kein Geht das Zuckerrohr? überhaupt? Ja, müsste gehen, aber dann Zuckerrohr wächst ja nur auf Sand. Wieso gibt es hier kein Zuckerrohr? Was ist das für ein Scheiß? Hä? Nehme ich jetzt abrollen? Moment. Sugarcanes. Muss es geben. Würde mich auch wundern. Ist ja Vanilla Minecraft. So, warte mal. Ich muss ja erstmal irgendwie Zuckerrohr finden. Ich finde nur keins. Vielleicht sind wir auch im Fall. Da ist Zuckerrohr. So, sehr nice. Ich habe schon mal Zuckerrohr gefunden. Bringe ich eben mal mit. Dann können wir uns schönes Paper machen. Oh, und hier ist eine Wüstenfestung. Warst du schon mal eine Wüstenfestung? Nicht? Bist du so ein bisschen du langgelangt vom Haus nördlich oder hinten Richtung Krieger? Nee, Gegen. westlich glaube ich. Nee, östlich. Wenn du. Ja, also östlich. Genau. Wenn du jetzt aus dem Haus rausgehst, östlich, oder wenn du aufs Ach Haus so, nee, wenn zuläufst, ich östlich. nördlich, wenn ich aus dem Haus rausgehe, Richtung Norden. Guck mal, siehst du mich? Ich flieg mal hoch. Da hinten ist ein Haufen Wasser, das sehe ich. Da ist aber dieses komische Tor, wo wir da immer durchgekommen Nee, sind, oder? das heißt nördlich gehen. Geht da mal links rum jetzt um das Tor. Da Welches den Tor? Strand entlang. So, da hinten, wo das kaputte Tor steht, oder was? Ja, da den Strand entlang. Wär's mir mal gleich gefolgt. Mann, Mann, Mann. Hängst du mal hinterher. Lups.
Müsste irgendwo da sein, ne? Mensch, wo bist du denn wieder? Ich bin gerade angelaufen. Da hinten, guck mal in die Luft. Hier. Nicht zum Tor laufen. Hier. Da. Da. Hier. Da, richtig. Ach ja. Hast Komm. Du das hier oben schon gesehen? Was denn? Na das. Hä? Die Insel. Wo? Ja, in der Luft. Das ist keine Insel. Siehst du? Na komm hoch. Das hier. Ich sollte vielleicht mein Sichtfeld erweitern. Okay. Ja, das sind, ja, warte mal, das sind Inseln, das ist richtig, ja, in der Luft halt, ne? Jetzt überlege ich nur gerade, für was. Was ist das? Slimy Quas, genau. Hey, du alter Slime. Slimy Gras, jetzt überlege ich gerade, für was konnte man das benutzen? Nicht schädlich, oder? Nee, nee. Das ist Tinkers Construct auf jeden Fall. Ich überlege nur gerade, für was das war. Habe ich jetzt hier so ein Slimy Gras? Nee. Aber ich habe erstmal fünf. Whoops. Ich habe erstmal fünf Zuckerrohr. Und da hier sowieso nichts mehr drum steht. Alter, was denn das für ein solche Tempel hier? Von Pömpel. Ja. Gülle drin oder was? Keine Ahnung. Ne, Gülle ist keine drin. Und zwar, so, warte mal, wir hatten doch hier. Ach, Algen. Kannst du mal ein bisschen Sand mitbringen? Jo. Hab ich eigentlich mal sowas wie eine Schaufel gehabt? Ja. Lalalala. Zack, zap, zap, zap. So, müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. So. Kommst du zurück zur Base? Ich denke, ich baue gerade Sand ab. Ja, so viel brauchst du jetzt auch nicht, nur ein bisschen was halt im Stack oder so. Was machst du? So, den ganzen Scheiß ja auch noch wegruppen und dann werden wir hier erstmal uns ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen. Dass der Scheiß hier mal wächst, dass wir hier erstmal ein bisschen was kriegen. Kommst du jetzt mal? Ja doch, ich komme. Bin gerade an der Schmiede. Brauchen wir die irgendwann überhaupt nochmal? Hallo, hier unten bin ich. Hier. Ah. Die Schmiede, ja. Ja. So, gib mal Sand bitte. Zack, einmal ausgekotzt. So. Sehr schön. Willst du wohl jetzt hier eine Farm abbauen? Ja, nur ein bisschen was. So, mehr hab ich erstmal nicht. Das müssen wir erstmal wachsen lassen. Und dann können. Was? Fette Beute. Genau, dann können wir uns den Chunkloader bauen. Mal gucken, das sollte man in diesem Part ja noch hinkriegen. Wir müssen nochmal dran denken, dass wir wieder hier hochgucken. Wegen dem Zuckerrohr. So, lass uns erstmal wieder runter zu Rotary Craft gehen. Denn hier dürften sich schon einiges getan haben, was den Aufladezustand. Ja, wir haben schon 4,7 Millionen Joule. Also Mega-Joule. So, und wir stellen jetzt hier ein. Und zwar diese Maschine. Das war ja diese Magnetizing Unit. So, da schauen wir mal. Magnetizing Unit. Da ist er. Shift. So, die hatten Minimum Speed 2048. Okay. So, das heißt, wir stellen jetzt einfach mal bei Speed 2048 ein und bei Torque 16 Newtonmeter. So, würde ich sagen. Wo ist er denn? Ach, da. Komm her hier.
So. Chatpack neu aufgeladen. Headset neu aufgeladen. So, hier Industrial Coil 2048. So, wieso? Hä? Weil der maximale Output 1024 entspricht. Wo steht denn das? Na, musste mal gucken, Industrialcoil stand doch so da. Industrialcoil, Maximum Energy 240 CT. Ich weiß gar nicht, was hatten wir für welche? 200. Ja, die hatten wir. Glaube ich. Nee. Terajoule. Megajoule. Welche haben wir jetzt gebaut? Das ist jetzt eine gute Frage. Die haben ja auch alle dieselbe ID. Von daher. Dann wusste das das So, Maximum. 1024 geht dann wahrscheinlich nur. Okay, ich dachte eigentlich 2048. Egal. So, jetzt schmeißen wir mal hier diesen Lever dran und machen das Teil mal an. So, du siehst, die dreht sich jetzt. Das Teil dreht sich auch hier drinne. Diese Magnetizing Unit. So, und wenn wir jetzt hier draufklicken, siehst du, dass rasant diese Energie quasi nach unten wieder switcht. Ob das Ding gerade nicht, oder? Was? Ja, hab das Ding oben abgelegt. Bloß der müsste sich eigentlich aufladen, dieser Chef-Core. Wieso lädt sich dieser Chef-Core nicht auf? Bei der Falsche? Nee, nee. Also dieser Chef-Core müsste sich eigentlich aufladen. Wieso tut er das nicht? Wieso tut er das nicht? Normalerweise müssten da so Mikro-Tesla. Ja, der Magnetizer use a rapidly rotating shaft. Warte mal, steht jetzt hier noch. Required power. 16.384, required speed 2048. Also der braucht einen Speed von 2048. Und wieso kann ich jetzt hier keine 2048? Da ändert es immer wieder um, das kann nicht sein. Wenn ich jetzt die Newtonmeter mal rausnehme. 0. 2008. Siehst du das? Dich. Ich kann hier 2048. Warte mal. Ich mach mal das eh noch aus. Mal gucken, ob der jetzt auf die 1000 kommt oder ob der bloß die Hälfte nimmt. Da kommt dann auf 1000. Oh. Ja, das. Ich weiß nicht, ob das dann. Warte mal, da müssen wir beide ausmachen. Ja, da rattert es bisschen im Getriebe hier, ne? Das macht aber nichts. So, 2048. Da geht immer wieder runter auf 1024. Wieso? Frage, ne? Guck mal, ist aber Beta soweit ausgestellt. Er geht halt nicht. Muss mehr gehen. Ja gut, man kann das Ganze noch mit Diamanten bauen, das ist alles schön und gut, die Industrialcoil. Aber das Einzige ist, dass die kann Maximum 720 Megajoule speichern und die andere kann halt die 240 Terajoule speichern. Das ist halt viel mehr, aber im Endeffekt, wieso haut der, wieso Output, wenn ich jetzt mal hier 32 nehme, zwei, das gibt's doch nicht, Rad. 2048. Das kann doch nicht sein.
Irgendwas falsch gemacht? The Magnetizing Unit braucht 16.384 Watt und ein Required Speed von 2048. Also die braucht 248, ich meine 16.000 Watt, das ist ja eigentlich immer Speed mal Drehmoment, ergibt glaube ich die Wattzahl. Und 32 mal 1000, 16 mal 1000, Moment, 16 mal 1000. Ich weiß nicht, wenn wir es jetzt mal auf 32 an Drehmoment nehmen. Machen wir die Engines. Warte mal, ich schmeiß sie mal wieder an hier. Schmeißt du mal hier vorne Naja, die an? das Ding ist doch gespeichert. Ja, aber dass es sich weiter auflädt, weil das wird dann ziemlich viel verbrauchen. So, wir haben jetzt erstmal hier 4,55. So, warte mal. Blups. So, jetzt machen wir das mal an. Haben wir schon eine halbe Million Watt verbraucht. Ihr tut sich gar nicht. Und die lädt sich nicht auf. Boah, was ist denn das? Was war Was? dieses Geräusch gerade bei dir? Das? Ach so, das war ein Hund, Entschuldigung. Wieso lädt sich dieses Chefcore nicht auf? Ja, gute Frage. Und wieso können wir hier nicht auf 2048 hochgehen? Ich stehe direkt da. To store low power energy accumulated over a long time. Also man kann quasi wenig, also niedrige Energie speichern über eine lange Zeit. Und release it in one powerful burst. Also du kannst dann in quasi einen powerful, also energiereichen Stoß rausgeben. Okay. Note that each coil type has a maximum storage capacity. Das ist klar. And that exciting that will result in extreme violent release of all stored energy. Okay. Okay. Und leider trotzdem nicht das Problem. Nee. Due Gibt to es noch so ein fact anderes Zwischending? that is output torque and speed can be chosen at will within limits. It can be used to store energy for later. Wieso? Also das ist echt ein. Verstehe ich nicht. Huh? 2048, so. Muss ich trotzdem noch mal was gucken. Und zwar at Rotary Craft. So, warte mal, wo sind jetzt hier die Maschinen? Windturbine 1024. Steam, Gasolin. Okay. Gasturbine. Hä? 256. 256, das passt ja. Verstehe es nicht. Muss ich alles sagen. Die Geräuschkulisse ist so herrlich. Kann mir auch keiner erzählen, dass diese Industrial Coil, das muss auf einigen irgendwo mal stehen. Was ist das scheiß Buch? Es muss auf einigen irgendwo mal stehen, dass. Mal, ich guck mal fix nach dem Zuckerrohr. Wie viel die an Output hat, aber das ist.
Ja, kann mir jetzt echt keiner erzählen, dass das jetzt nur 1000. Ah, oh, wieso wechseln diese Pampe nicht hier? Das war ein Kackmist. Rebo. Ja, ist mir jetzt auch egal. So. Stehe ich trotzdem nicht. So, wir bauen erstmal ganz fix unseren Chunkloader. Jo. Ärgert mich immer sowas. Ärgert mich, ärgert mich. Oh, jetzt haben wir auch kein Leder oder was? Es ist doch nicht die Möglichkeit. Gibt es denn hier mal irgendwie? Wieso ist denn das jetzt? Ist doch Kaka. Nee. Guck. Was? Was? Nee, nee, warte mal, ich guck gerade mal was. Was? Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Komm mal mit. So, ich habe jetzt einen Zombie-Brain. Und habe jetzt hier hinten den Redstone-Furnace. Tada, Leder. Wie scheiße ist das denn? Also wir können aus den Zombie-Gehirn können wir Leder herstellen. Ist doch nice, oder? Wurde Ja. total unlogisch, aber. Nice. okay. Ach. Leder. So, wir haben schon mal ein Buch. Dann brauchen wir Obsidian. Lups, lups. Dann brauchen wir Dias. Drei Dias gerade mal. Eieiei. So, da haben wir schon mal den. Den ganzen Quark können wir schon mal wegmachen hier. Und dann brauchen wir einen Chunkloader. Also Gold und Enderperle. So, Gold. Blups. Und Ender. Blups. So, Chunkloader. Tada. So, und dann würde ich sagen, reisen wir mal zum Quarry. Gehen vorher noch fix pennen. Und jetzt ist es wieder Tag. Nice. Ich muss mir das echt nochmal anschauen mit dieser. Mit dieser Scheiße, ey. Das nervt mich so ab. Warum das nicht funktioniert. Theoretisch braucht die 2000 Umdrehungen. So, die kann aber das Modul, was Energie speichert, kann nur 1000 Umdrehungen. Ja, da verstehe ich jetzt gerade den Sinn und Zweck nicht dahinter, ganz ehrlich. So, hier einen Chunkloader hin. Radius, der lädt jetzt einfach mal alle Chunks und zwar 10 Stück. Genau, Radius 10, 361 Chunk. Show Laser. Jetzt siehst du mal hier, was da so geladen wird. Na, siehst du das? Nicht wirklich. Ja, dann klick mal drauf und zeig an Show Laser. Aber so viel ist das gar nicht. Links oder rechts klicken? Wenn du hier draufklickst, rechtsklick, geht's Chunk schon? loader does not belong to Ah ja. you. Aber 10 Chunks, das ist schon was. Aber das reicht, das bis dahinter, ja, doch knapp. So, okay, Heidlaser. Gut, dann haben wir den auch schon mal geladen. Das wäre auch erledigt. Das gibt's gar nicht. Also ganz ehrlich, verstehe ich Doch. nicht. Ja. Na, kommst. Hast du jetzt gerade Kebab gesagt? Repair. Ach so, Creeper. Kebab. 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 Muss gleich Oh zur Mann. Rewe. Wir haben ja eh schon Überlänge, Leute. Ihr seht es ja, 24 Minuten sind wir. Ach so, ja, warum sagst du denn nichts? Schade, Ja, schade, ich wollte Limonade. unbedingt Muss die ich Chunks wirklich arbeiten. nochmal schauen, wie das mit diesem Chefkurs ist? Weil das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr komisch. Vor allen Dingen verstehe ich absolut nicht.
geht nicht. Ja gut, egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr eine Idee habt hier oder wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was wir falsch gemacht haben, obwohl wir alles richtig gemacht haben, dann könnt ihr uns das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag oder Abend. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.